willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit mir, dem Ameisenkönig, und unserem allseits beliebten Sith-Inquisitor Vardonos und seinem, oh, auch super sexy, Da Short Kemphal. So, hier auf, ja, Taris, unserem Lieblingsplaneten. Okay, eigentlich ja doch, Taris hat schon wirklich ziemlich heftige, wie sagt man, Nostalgiegefühle. Nur, ja, Taris hier in Esvetor ist natürlich ein bisschen anders als das aus KOTOR. Ja, hier auf Taris, dem eigentlich verlorenen Planeten, den die Republik versucht aufzubauen, sind wir hier beim Imperium dabei, ihn wieder zu zerstören, obwohl der Sith, der eigentlich das hier angestellt hat, irgendwie gar nicht zu den Sith gehörte. Deswegen verstehe ich noch nicht mal den Sinn hier, einfach nur um der Republik einen auszuschlagen oder so. Keine Ahnung. Ja, wir kommen jetzt in Gebiete, die mich auf jeden Fall an die Quests hier erinnerten mit Xonias. Dieser Außenposten hier, den haben wir aus derselben, Moment, entweder aus derselben Position betreten, also von unten oder auch von oben. Also ich kann mich erinnern, dass wir mit Xonias hier runtergekommen sind und hier, wo diese Transportstation 5 erwähnt wird, hier haben wir diese eine Quest gemacht mit den Überlebenden von Taris, die nach und nach verdummt sind, also nach Generation und Generation isoliert, mit der Rakul-Seuche konfrontiert. Und ja, daran erinnere ich mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier zum Beispiel hinten rechts, habe ich mit Xonias irgendeine Zweier-Quest gemacht, bei irgendwelchen giftigen Seen, wo es mich dann angepisst hat, dass der eine Typ irgendwie ein fetter Jedi-Ritter war, also auch ein Jedi-Ritter war, nur fett. Und dass, wenn ich dann Gespräche hatte, der genauso geklungen hat wie ich, das weiß ich noch. Ja, ihr wisst ja noch ganz genau, dass ich mich irgendwie jedes Mal darüber aufrege, wenn ich irgendeinen anderen als Sith-Inquisitor oder als Jedi-Ritter sehe, weil das Gesicht, was da kommt, das passt überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, die Stimme passt einfach perfekt, also ist meine Meinung, perfekt zu Vardonos seine und Xonias zu seinem Charakter halt, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr habt vielleicht ja auch eine von den Klassen, spielt ihr ja. Findet ihr, da passt eure besser, eure Stimme besser zu eurem Charakter, oder wie seht ihr das? Das würde mich mal interessieren, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich, weil ich ihn so kennengelernt habe, Vardonos, weil ich immer seine Stimme mit dem Gesicht verbinde, so wie es zum Beispiel bei deutschen Synchronsprechern ist und Serien. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ja, einige Leute kennen das beste Beispiel, genau. Okay, ich nehme mal kurz einen Schluck. Moment. Also, das beste Beispiel für dieses Phänomen, würde ich mal sagen, ist JD bei Scrubs. Ich kenne Leute. Oh, meine Stimme versagt. Es gibt Leute, Freunde von mir, die sich das nur auf Deutsch angucken. Ich habe das auf Deutsch und auf Englisch geguckt, weil die deutsche Synchro einfach super geil ist. Und Englisch, weil ich einfach gerne auf Englisch gucke. Und einige Leute, die auch Englisch können, Freunde von mir, die sagen, nee, ich kann mir das nicht auf Englisch angucken. Die deutsche Synchro ist einfach, da ist ja viel zu hell. Wenn man sich die englische Stimme mal anhört und vorher nur die deutsche gekannt hat, dann wird es vielleicht allen auch mulmig sein und dich denken, hä, das passt ja überhaupt nicht. Oder halt andersrum, ne? Deswegen, weiß ich nicht, kennt ihr das Phänomen, dass man irgendwie, wenn man einen Charakter mit einer anderen Stimme kennengelernt hat, auch immer nur die Stimme mit dem Charakter verbindet? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt es mir doch in die Kommentare, das finde ich cool. Und wir werden mal hier den republikanischen Verteidigern in den Rücken fallen. Oh, gar keine Druiden, die können ja gar keinen Schmerz empfinden. Okay, vielleicht doch. Ich meine, wir machen ja so viel Schaden, dass selbst Druiden Schmerzen empfinden. Würde ich mal behaupten. Ach ja, geil. Wir sind übrigens jetzt hier für die Planetenquest. Die Klassenquest ist natürlich weiter weg. Ah, hier ist auch noch ein Außenposten. Und zwar, ja, dort bei der Transportstation, dort, wo anscheinend sich viele Quests sammeln. Das ist ja ein größeres Gebäude, nein, größere Höhle eher. Bam! Aufs Maul! Volles Pfund aufs Maul, würde ich mal sagen. Ey, keine Fähigkeiten machen. Und wir kommen immer näher, also dem Level von Xonias. Was ich mal kurz, was mir gerade so einfiel, als ich im Charaktermenü war und da gesehen habe, Xonias 41, Vardonos 37, hurra! Ich glaube, nach Taris
können wir eigentlich damit beginnen, Xonias und Vardonos oder nach Weihnachten oder nach Silvester, sage ich mal eher, wenn ich wieder da bin. Wenn ihr diese Folge seht, dann bin ich ja wahrscheinlich schon weg. Im Sauerland bei meinen Eltern und bei meinen Kumpels. Und ja, dann denke ich mal, wird es Zeit, Xonias und Vardonos parallel zu spielen. Das wird natürlich mega geil. Darauf habe ich ja schon lange gewartet. Es gibt ja viele, die das nicht gecheckt haben und mich immer noch fragen, hey, wann kommt denn Xonias wieder? Und ja, um das nochmal zu erwähnen, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, ist aber länger her, das kann sein. Ich habe gewartet nur die ganze Zeit darauf, dass, Aufmischer, oh ja, Aufmischer, dass Xonias und Vardonos auf demselben Level sind oder auf derselben Stufe vom Planeten her, weil wir dann parallel spielen können und dann sozusagen das Ende auch gleichzeitig erleben können. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich euch das so gleichzeitig präsentieren kann, weil die Planetenumstände sich ja auch immer ändern. Jetzt zum Beispiel habt ihr ja gesehen, hier, dass der Gleiter, dieser Außenposten, der gehört jetzt dem Imperium an. Und wenn man mit Xonias hier war, das war ja noch im ersten Kapitel, wir sind ja jetzt hier mit Vardonos auch schon im zweiten, dann gehörte dieser Außenposten der Republik an. Genau, genau andersrum war es auf Balmora, wo wir am Anfang mit Vardonos waren. Dort gab es... Oh, Moment. Aha. Dort gab es Außenposten von dem Imperium im ersten Kapitel mit Vardonos und im zweiten Kapitel war, oder ich glaube kurz vor dem zweiten Kapitel, war Xonias da und hat dort, ja, alle angegriffen. Alle imperialen Außenposten und so weiter. Deswegen ist das von der Zeit her auch mal interessant, wie sich das hier verändert von Kapitel zu Kapitel. Oh, ich aktiviere die Energiequelle der Panzertür, ja. Das können wir gerne machen, wenn wir... Ah, da noch welche haben, ja. Ich wollte die Bonusmission noch zu Ende bekommen, also... Oh ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Dreckiges Saudo. Unglaublich. Ballert er hier irgendwie los? Dreckige Androide, so. Den haben wir auch. Wunderbar. Und der kriegt noch ein paar Blitze. Ja. So. Deaktivieren. Und die Kraftfeldsteuerung. Ach, da vorne. Worum geht's eigentlich in der Quest? Das habe ich gar nicht kapiert. Ich glaube, dass wir werden gleich auf die eine Schülerin treffen, der wir momentan als Konkurrent dienen, so. Oder sie unsere Konkurrentin ist. Eine ziemlich heiße. Was macht ihr hier? Order gehört mir. Ihr Sith seid doch alle gleich. Schnell wütend und schnell am Boden. Die Republik wird nicht versagen. Taris wird wieder aufblühen. Alter! Alter, wieso? Die war so heiß. Du Drecksack. Ah. Nein. Ja, okay, die war doch... Die war... Also... Da muss ich sagen, die Olle, die war echt im Vergleich zu allen anderen Frauen, die ich hier so gesehen habe. Und besonders so, aufbrausend, für Vardonos. Sehr interessant. Scheiße, Mann, du Assi. Dich klopp ich tot, ey. Halt die Schnauze. Das Ende ist schon lange überfällig. Kommt raus, Männer. Erledigen wir diesen Abschaum. Für die Republik. Für deine Mutter, Alter. Macht dich kalt, Alter. Sowas aber auch. Wer einfach irgendwelche heißen Sis hier zerstört, das wäre, wenn dann nur ich. Und zwar im Bett. Okay, der war heftig. Entschuldigung. In dem Sinne, aber das geht nicht. Okay. Hallo? Und? Ah, okay. Ich hoffe, die lebt doch noch. Also da steht, dass sie volles Leben hat. Also vielleicht lebt sie ja doch noch. Wirklich. Mal schauen. Ihr könnt Taris nicht zerstören. Die Republik ist zu stark. Ah, mein Kopf. Mieser Trick, Order. Wenn ihr ihn nicht tötet, werde ich es tun.
Ah, nein. Der hier gehört mir. Lebt wohl, Order. Eure republikanischen Freunde werden euch bald Gesellschaft leisten. Ich hätte ihn selbst erledigt, wenn ihr euch nicht eingemischt hättet. Ihr hättet Order getötet? Wohl kaum. Wirklich witzig. Ich hab genug von euch. Taris ist voller republikanischer Truppen. Und ich bin bereit, ihnen die Knochen zu brechen. Lebt wohl. Schön, euch los zu sein. Los zu sein? Ah, Fräulein, ich glaube, du hast ja was falsch verstanden. Vardunas, wird man nicht so einfach los. Ah ja, schön. Ah ja, aber ich liebe es einfach nur so, in Vardunas Rolle zu schlüpfen. Ich meine, ich habe die letzten 20 Jahre habe ich immer nur den Guten gespielt. Ich glaube, Vardunas ist die erste richtige, wie soll ich sagen, böse Seite von mir? Okay, nee, das hört sich ein bisschen komisch an. Wie soll ich das erklären? Ich gucke erstmal, wo wir überhaupt hin müssen. Wir müssen... Ach, erstmal hier raus. Ah, okay. Ich glaube, ich habe... Wenn ich wirklich ein ernsthaftes Spiel gespielt habe, habe ich immer den Guten gespielt. Bei Dragon Age oder so. Oder was gibt es noch so? Mass Effect, wie es andere einige nennen. Ah, Holo, okay. Aber ich glaube, Vardunas... Hier ist das erste Mal, ich wirklich... Ernsthaft, also nicht nur so, nur so zum Spaß, hier mach ich mal ein paar Megatonnen, bombardiere ich mal oder mach das kaputt oder was gab's noch für Entscheidungen im Spiel? Mir fallen gerade keine konkreten Beispiele ein, aber Vardunas ist, glaube ich, wirklich die erste böse Rolle, die ich so einnehme. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe Order getötet. Tenna war während des gesamten Kampfs bewusstlos. Sein Tod wird die Republik erschüttern. Tenna hat mich nach eurem Gefecht kontaktiert. Sie war ganz versessen darauf, mir die Details ihres Blutbads zu berichten. Aber trotz ihrer Bemühungen habt ihr mehr Soldaten der Republik getötet. Solch ein Gemetzel verlangt nach Anerkennung. Immer wieder gern, mein Sith Lord. Es war ein Vergnügen. Eine gute Waffe und frische republikanische Beute. Die einzigen beiden Zutaten, die man braucht, um auf Taris Spaß zu haben. Nun, da Order erledigt ist, kann ich endlich die Macht des Imperiums auf die Zerstörung dieses elenden Planeten konzentrieren. Die Republik bezieht Stellung im alten Kanalsystem. Wir müssen ihre erbärmliche Operation zerschmettern, um fortzufahren. Sprecht mit Melkor Dinn in unserem Außenposten. Helft ihm, die mutierten Kanalbewohner auszuschalten und die Republik zu vertreiben. Und habt ein Auge auf Tenna. Ich bezweifle, dass sie euch sehen will. Was? Ein Mädel, das mich nicht sehen will? Also ich glaube, ich spinne. Was nehme ich denn hier? Ich glaube, die Planetenauszeichnung. Alles klar. So, wo müssen wir hin? Rakulbändiger? Moment mal. Ach, hier zum Außenposten zurück. Ach so, ja, das können wir eben schnell machen. Zip. Das ist ja hier kein Akt, uns eben per Schnellreise da dorthin zu teleportieren. Für alle, die irgendwie noch ein paar Punkte haben, fällt mir gerade so ein, Vermächtnispunkte, und schon alles ausgegeben haben, um... Moment, wo habe ich das? Stammbaum, Charaktervorteile... schon diese beiden Flächen hier aufgebraucht haben. Das sind ja jetzt hier zum Beispiel, um mehr bei Klassenmissionen zu bekommen und Erkundungserfahrung zu bekommen. Vieles gibt ja hier 6% mehr. Wenn ihr dann noch was frei habt, dann nutzt auf jeden Fall... Wo habe ich es denn? Irgendwo gab es was, um eure... Verdammt nochmal, wo war das? Ich glaube, globale Freistattung, Spezial... irgendwo gab es eine Option, womit ihr die Schnellreise-Abklingzeit runtersetzen könnt. Bei mir habe ich das zum Beispiel gemacht. Ich kann alle 10 Minuten kann ich Schnellreise machen. Und um wirklich schnell vom A nach B zu kommen und ja schneller zu leveln, ist das echt klasse. So, wo hatte ich das denn hier? Verdammt nochmal. Ich weiß ja ganz genau, dass es irgendwo hier war. Hauptwelt? Nee. Nein.
Ach, verdammt nochmal. Auf jeden Fall kann man sich das, irgendwo holen. Fuck. Hier vielleicht Vermächtnisreisen. Ah, hier ist es doch. Alles klar, hier. Das nützt auf jeden Fall ziemlich viel. Nach diesen, dass die Erfahrungspunkte erhöht werden. So. Alles klar. Halt, nee. Hm, hä? Hm, wo ist der Typ? Ach, da. Oh. Ah, eine Gefangene. Hm. Mola, meine Gute. Lügt mich nicht an. Erzählt mir von den Rakulen. Ich bin nur Xenozoologin. Ich habe euch alles gesagt, was ich... Verzeiht mir. Eine solche Vernehmung beschäftigt mich so sehr, dass ich fast alles andere vergesse. Ich bin Chefbefrager Melkor Dinn. Lord Gravo sagte mir schon, dass ihr kommen würdet, um die Republik aufzuhalten. Und die Bedrohung durch die Rakule. Erst will ich wissen, worauf ich mich einlasse. Das hängt ganz davon ab, was ich tun soll. Wir müssen die Kanalisation zerstören und die Republik vertreiben. Leider befinden wir uns dort im Rakul-Gebiet. Diese grausamen Mutanten schwärmen durch die Kanalisation und reißen alles und jeden in Stücke. Geschieht euch ganz recht. Schließlich haben die Sith die Rakule überhaupt erst erschaffen. Mola hat eine lose Zunge. Aber sie hat recht. Es war ein Sith, der damals die Seuche entwickelte, die Personen in Rakule verwandelt und sie auf Taris freisetzte. Die Krankheit überlebte sogar die Verwüstung des Planeten. Jetzt wüten die Rakule überall. Und die Republik treibt sie in unsere Richtung. Ja, genau. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich glaube bei Star Wars Wiki oder wie das heißt, für Star Wars halt, dass das einer in so ein Medaillon gepackt hat und es eigentlich auf die Macht zurückzuführen ist. Also eine von der Macht erschaffene Krankheit. Wir sind ja schon in KOTOR mit den Rakulen konfrontiert worden und das ist schon ziemlich interessant, dass wie so eine Art Zombie-Seuche, ne? Das sind ja Zombies oder Monster, kann man sich ja überlegen, wie man das nennt. Aber schon interessant. Treibt die Kreaturen doch zurück. Oder nein, was meinte, was? Sie treibt die Rakule? Ne, ich frag das zweite Mal. Wie hat die Republik die Bestien unter ihre Kontrolle gebracht? Mola war so freundlich, uns von einem Reaktor zu erzählen, den die Republik stilllegt. Sie sagt, die Rakgule werden durch kleine Mengen Giftmüll gelenkt, die sie aus dem Reaktorkern freisetzen. Die Bestien drehen durch und laufen fort, um sich in Sicherheit zu bringen. Geradewegs ins imperiale Gebiet. Es stimmt. Ich habe die Aversion der Rakgule gegen Reaktormüll bemerkt, als ich ihr Migrationsverhalten studiert habe. Als sie den Giften ausgesetzt wurden, gab es Nebenwirkungen. Was denn für Nebenwirkungen? Was haben die Chemikalien bewirkt? Während unserer Studien wurden die Rakgule durch ein Radiatorleck in den Wahnsinn getrieben. Wenn ihr sie vergiftet, sollten sie sich gegen alle wenden. Gegen euch, gegen uns und gegeneinander. Sehr gut. Wir jagen die gelagerten Chemikalien in die Luft und vergiften sie alle. Die Rakgule werden viel zu sehr damit beschäftigt sein, unsere Feinde zu fressen, um sich uns zuzuwenden. Okay, hoffen wir das mal. Wer ihr lügt, Mola. Wenn die Chemikalien die Rakgule nicht in Rage bringen, komme ich zurück und ihr seid dran. Ich lüge nie, wenn es um meine Arbeit geht. Das mag ja sein, aber ich bin noch nicht fertig mit euch. Oh, wieso kann ich sie nicht foltern? Oh, das ist scheiße. Foltern zusehen ist immer langweilig. Selber dran beteiligt sein, das ist es. Ah, okay. Dann führt uns die Quest einfach da vorne hin. Oh, das ist ja schon ziemlich langweilig anscheinend. Vielleicht kriegen wir die Quest ja auch nochmal jetzt sofort hin. Sind ja jetzt gerade, knacken gerade die 20 Minuten an. Wir schauen erstmal, wo die Chemikalien sind. Wenn ihr jetzt irgendwie noch nicht ganz genau wisst, der meinte, dass dass wir mit Xonias schon mal hier waren. Für diejenigen, die sich schon länger meine Videos angucken, dann guckt euch einfach das an und ihr werdet das hier, wir gehen gleich mal hier auf die große Fläche, dann werdet ihr das direkt sehen. Zorn des Imperiums, Ah, wenn wir jetzt hier die, da vorne sehen wir schon die Säulen, die so reingehen. Ja, dort hinten geht es zu diesem
Genau, zu der Transportstation. Und ja, so, jetzt sieht man das besser. Hier haben wir unser Unwesen getrieben. Auch mit Xonias. Das war noch Zeiten. Oh ja. Oh, es ist so lange her. Und, ach ja, genau. Sveta hat ja jetzt sein 2-jähriges Jubiläum gefeiert. Ach so, ich dachte schon, die greifen mich an. Und wir haben 2 Jahre. Seit 2 Jahren sitze ich an dem Projekt hier dran und bin immer noch nicht fertig mit Xonias. Echt der Wahnsinn. Meine Fresse. Ja, wir müssen mal langsam vorankommen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nach Silvester dann ordentlich loslegen kann mit euch, Vardonos und Xonias. Ah, die Rakule. Ah. Klasse. So. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf, denn ja, ich mache es ja nicht nur für mich, sondern auch für euch natürlich. Für mich hauptsächlicherweise, aber wenn ich weiß, dass ihr auch Spaß dran habt an beiden, das wird sicher genial, wenn ich die parallel spiele, dann ja. Ja, dann macht es mir natürlich auch noch mehr Freude. So. Langsam aber sicher haben wir jetzt schon 22 Minuten hinter uns und ich sehe keine Chemikalienfässer mehr. Wo sind diese dreckigen? Sith-Wache? Warum ist denn da eine Sith-Wache? Verstehe ich nicht ganz, aber... Ne, ich sehe keine Fässer mehr. Fächer. Nein, Fässer. Hier muss es doch noch irgendwelche Fässer geben. Bin doch nicht extra hier in der Wildnis umhergeirrt, um dann... wieso haben wir denn 4 Quests hier? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, hier haben wir doch schon das Frontlager. Ich glaube, ich... such die Fässer. Und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich hier wieder, wenn ich jetzt hier die Nebenmission noch gemacht habe offscreen. Und ja, wir geben dann einfach in der nächsten Folge zusammen die Quest ab. Diese Chemikalienfässer-Quest. Rakulbändiger, genau. Wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt doch auf Daumen hoch, das finde ich cool. Und dann sehen wir uns mit unserem Sexy, nein, wir sind ja kein Cis-Hexer, Cis-Attentäter, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.